Auf geht's in die erste Liga, Schalke. Hallo Schalke, hallo Abi. Hallo Dennis. Liebe Kieler Sportfreunde, pünktlich zum Saisonstart melden wir uns zurück mit einer neuen Folge, mit einer neuen Ausgabe vom Abi Auto Talk. Ja, im Prinzip ist das ja auch eine Neuauflage von Saisonstart 2021, Abi. Nur, dass wir diesmal nach Hamburg in Volkspark müssen. Das ist vollkommen richtig. Wir haben bei diesem Spiel, als Schalke gegen Hamburg gespielt haben, hier in der zweiten Liga leider 3-0 verloren. Und das war sehr bitter, das war ein schlechter Start für uns. Und natürlich, wenn wir jetzt heute in Hamburg spielen, wäre mir natürlich lieb, wenn wir da mal diese Punkte wiederholen würden. Ja, war ein schlechter Start, aber wie wir alle wissen, ein glückliches Ende mit dem Wiederaufstieg. Super, super. Ich finde aber auch, wäre schön, wenn wir da mal gewinnen, mal einen Saisonauftakt mal gestärkt auch in die Saison dann starten können. Thomas Reis hat ja auch das Saisonziel rausgegeben, Wiederaufstieg. Also sehe ich das Spiel gegen Hamburg schon als gewissen Gradmesser auch an. Dennis, ich glaube, beim ersten Spiel wirst du da nicht sofort durch die... sag ich mal, durch die goldene Kugel gucken und sagen hier, also es ist super, wir steigen direkt auf. Nein, ich glaube, sicherlich wäre es gut, wenn wir gewinnen. Das wäre ein super Start. Dann hat man natürlich gleich hier gegen Kaiserslautern ein bisschen Polster. Und ja, da müssen wir mal heute Abend abwarten, was da so passiert. Aber ich hoffe, wir gewinnen. Ja, ich hoffe, diesmal ist ein glückliches Ende und am Ende der Saison steht vielleicht dann auch ein glückliches Ende. Wie gesagt, ich finde das ja, wir haben ja auch einen Verletzten noch, der Greindl ist wohl verletzt, aber dafür haben wir die Baumgartl geholt. Das ist auch, glaube ich, ein starker Mann für unser Team. Ja, der hat jetzt in Eindhoven gespielt. Ja, man muss jetzt mal sehen, also... Da muss Reis ja natürlich selber entscheiden, ob er den heute schon spielen lassen kann. Ich weiß nicht, wie fit er ist. Das kann nur der Trainer entscheiden. Und ja, wir werden sehen. Also wir müssen sowieso was unternehmen, wenn wir oben mitspielen wollen. Und der Kader sieht ganz gut aus. Sie sind also außer als ein Verletzten. Sonst haben wir volle Batterie. Und das ist schon klasse. Ja, dann noch mal eine ganz andere Frage. Hast du eigentlich schon was gehört von unserem Hauptsponsor? Da war ja bis jetzt noch still und starr Hut der See, oder? Ja, ich habe was gehört. Und zwar am Montag haben wir Golf gespielt mit Erwin Kremers. Ja, Schalke hilft. Und da war Bernd Schröder da gewesen. Und Bernd Schröder hatte zu dem Zeitpunkt gesagt, nein, wir haben noch keinen Sponsor. Und scheinbar ist ja jetzt was passiert, und zwar mit Felddienst. Und ich persönlich finde Felddienst auch gut. Wir beide trinken auch gerne immer Felddienst. Ja, ich trinke immer gerne Felddienst, ja. Davon mal abgesehen, ja richtig. Ja, also das ist schon mal gut, dass wir beide Felddienst trinken. Ja, Namensgeber für also, die Arena und den gleichzeitig noch auf der Brust zu tragen, finde ich auch gut. Ich habe das T-Shirt schon gesehen mit Felddienst, sah super aus. Also Hut ab, dass Felddienst das macht. Und der VfL Bochum hat ja mit Nenovia auch, glaube ich, Hauptsponsor. Ja, Bologna haben wir als Sponsor, richtig, als Hauptsponsor. Und auch gleichzeitig richtig. Stadion. Ja? Also super, super. Ich bin sehr zufrieden, dass wir eben so einen guten Hauptsponsor gekriegt haben. Ja, Abi, dann ist, glaube ich, alles gesagt für das Spiel heute. Wir sind, glaube ich, alle gespannt, wie die Mannschaft aufgestellt ist, welche Mannschaft wir da zusammengestellt haben. Ja, das Ergebnis, also ich, wie gesagt, bin heiß wie Frittenfett und wünsche dir und uns allen natürlich auch, euch Schalke da draußen heute Abend, ein schönes Spiel, gute Unterhaltung. Drei Punkte. Drei Punkte, Dennis. Und wie immer, Freunde, nur der S04. Glück auf. Glück auf.